Brother. Eine Fernsehsendung, die wahrlich Geschichte geschrieben hat. Ein TV-Ereignis, das ein Land in Aufruhr und Menschen in Massenhysterie versetzt. Mit Geschichten von großen Gewinnern, Geschichten über einzigartige Typen, Geschichten voller Emotionen. Die ganz große Show. Big, Bigger, Big Brother. Herzlich willkommen zum Fernsehereignis des Jahres 2000. Big Brother zeigt täglich 24 Stunden das ganze Leben mit all seinen Extremen. Dabei geht es um skurrile Typen, dicke Freundschaften, sehr viel Liebe und Paare, die bis zum Äußersten gehen. Aber das Leben verläuft oft anders, als man denkt und nicht immer harmonisch. Ich bin 10 Jahre älter. Sag was zu Menschen, die dich mögen, verletzt sie dir. Es ist scheißegal, wie es den Leuten damit geht. Deine verdammte Fresse! Nee, ich will nichts mehr hören. Ja. Nein! Raus! Schick dir doch das Dorf in den Arsch! Pass auf, was du sagst, Mädel. Pass auf! Du schreist mich nicht an! Ich weiß nicht, ich will! Mama, ich liebe dich. Ich liebe euch alle, Papa. Niemals zuvor löste eine Fernsehshow eine so große Fanhysterie aus. Ganz normale Menschen begeisterten die Zuschauer, die ihre Idole wie Popstars feierten. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Deutschland, dein Big Brother, 10 Jahre Fernsehgeschichte. Nächsten Montag, am 11. Januar, startet sie, die von den Fans heiß ersehnte 10. Staffel Big Brother. Und das feiern wir heute mit den absoluten Highlights der letzten Jahre. Beginnen wir mit Staffel 1. Der Start von Big Brother am 28. Februar 2000 sorgte für heftige Diskussionen und Skandalschlagzeilen. Ist Deutschland im neuen Jahrtausend bereit für dieses Experiment? Herbst 1999, während in Hürth bei Köln das erste Big Brother Haus, der berühmte Container, in Rekordzeit gebaut wird, überschlagen sich die Diskussionen um das revolutionäre Format. Doch die Macher von Big Brother sind von ihrer Idee überzeugt. Aus meinem Bauch heraus glaube ich, dass wir bewiesen haben, dass normale Menschen ganz, ganz interessant sein können. Menschen, die schon was erlebt haben, die was erzählen können, die sehr konstruktiv sind. Noch nie in der deutschen Fernsehgeschichte wurde eine einzige Sendung im Vorfeld bereits so kontrovers diskutiert. Noch nie hat eine einzige Sendung für so viel Aufregung gesorgt. Das stimmt. Noch keiner war damals eingezogen, aber schon wurde es zerrissen von der Presse. Das war so ein Kracher, bevor das ins Fernsehen gekommen ist überhaupt, war so viel los, jeder hat darüber geredet, alle haben sich gefragt, ja, hast du schon davon gehört und weißt du, wer da einzieht und wie wird das denn sein, sind die Kameras überall, sind die auf Toilette oder nicht und ja, letztendlich waren die ja wirklich überall, die Kameras. Die Tür ist zu, Big Brother hat angefangen. Millionen Menschen erleben von da an den ganz normalen Alltag von 12 Bewohnern. Eine so geniale und schöne Zeit. Wahnsinn. Liebe Bewohner, ab heute führt Big Brother eine neue Regel ein. Jeden Tag werden in beiden Schlafzimmern gleichzeitig für eine Stunde lang die Bilder der Kameras nicht aufgezeichnet. Heute wird zwischen 13 und 14 Uhr in den Schlafräumen von den Kameras nicht aufgezeichnet. Es war klar, dass wir halt irgendwie komplett unter Kameraüberwachung stehen. Und jetzt ist so irgendwie so, ja, eine Stunde da reingehen. Ich meine, was soll man da drin machen? Zwei Bewohnern, Kerstin und Alex, fiel zuerst ein, was man im Big Brother Haus außer Streiten noch alles machen könnte. Kerstin hatte so 20.000 Herzchen, ne? Und Alex hatte so ein Herzchen, ne? Das blinkt im unteren Bereich, ne? Ganz stark extrem, ne? Das Akku muss geladen werden oder entladen, ne? Wie auch immer. Also in den Jürgen war ich total verknallt in der ersten Staffel. Das gibt's doch nicht. Ist das ein Teil? Slavi! Ja, nein. Nicht, dass sie auf mein Bett springt, ne? Krisch plack. Guck, der ist wieder am Poppen. Guck, ja, der guck, poppt den ganzen Tag mal. Schon, wie blöd. Ja, ich seh's und bringt die fast um.
und fertig. Tschüss. So. Wie ich. Jürgens Umgang mit jungen Hühnern war also eher von der rabiaten Art. Hausküken Manu kam damit nicht zurecht. Was denn jetzt? Oh nee, also dir. Ich weiß jetzt nicht, warum mir Tränen kommen. Ich bin auch wütend darüber. Das ist nicht deswegen, weil Jürgen das jetzt gesagt hat. Das ist, oh Gott, nee. Du bist so kopfkleiner wie eine Parkuhr. Du kannst ja bei der Europameisterschaft im Bornstein Wettfressen mitmachen. Auch jetzt nach 10 Jahren bekomme ich noch sehr viel Fanpost. Und viele Menschen sprechen mich an und sagen, hey, du bist doch die Sabrina. Und ja, wenn da irgendwie Winterschlussverkauf ist hier, dann kriegst du Prozente. Ne? Hier hast du meine Karte, dann kriegst du 20% oder so. Jürgen und Sabrina waren bekannt für ihre Sprüche. Doch Zlatko wurde mit Nichtwissen zur Legende. Wenn ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau liebt, das ist gleich heißt auch Homo. Heißt ja, homosexuell. Genau. Und heterosexuell heißt, wenn ein Mann die Frau liebt. Wer war William Shakespeare? Guck mal, das zeigt nur wirklich, dass ich noch nie ein Buch gelesen habe. Ich glaube, die Szene mit dem Shakespeare, dass das der Slapto nicht kannte oder wer dieser Mann ist, dieser Autor oder sonstiges, ich glaube, das war die größte und lustigste Geschichte mit bei Big Brother. Also ich glaube, das kennt jeder hier in Deutschland. Englischer Adelstitel. Lord. Miss. Und Jürgen wurde zu Zlatkos großem Bruder. Wie findest du denn Marius? Wer ist Marius? Müller-Westernhagen. Keine Idee. Marius Müller-Westernhagen kennst du nicht? Yes, Conny. That is your umbrella. Das ist dein Kamm. That is my race. Das ist mein Fahrrad. Doch nach nur 40 Tagen wurden Zlatko und sein neuer großer Bruder getrennt. Zlatko, du wirst die WG verlassen. Nein. Nein, das war ein schwerer Tag für uns alle. Da habe ich geweint vom Fernseher, als kleiner Junge. Kann man selbst vielleicht nicht so nachvollziehen, wenn man nur als Zuschauer zuguckt, aber wenn man da drin ist und man hat eine Bezugsperson und man muss dann das Haus verlassen und der beste Freund ist noch im Haus, das ist natürlich schon traurig und tut weh. Mit seinem Auszug wurde Zlatko von heute auf morgen zum Volkshelden. Mit diesen Fanmassen hatte niemand gerechnet. Jürgen, Zlatko, wahnsinnig erfolgreich mit ihren CD-Auskopplungen geworden, haben sehr, sehr viele CDs verkauft. Ja, und Jürgen macht das immer noch. Jürgen ist immer noch unterwegs. Auf dich, Sladdy. Sladdy ging und Sabrina kam. Die dralle Sabrina. Also da wollte doch jeder, dass Sabrina und Jürgen zusammen in die Kiste steigen. Jetzt bin ich hier. Und ich überlasse nichts dem Zufall. Guck mal, wie findet ihr das? Auch gut. Auch gut. Am besten finde ich die Haare ins Gesicht. Ich habe kein Problem, Zonen. Ich habe nur erotische Zonen. Die ist aber gut versteckt. Oh, ruf mich an! Ja, ich habe alles hier. Ich habe schon zugenommen, klar. Aber ich schätze mal 2,5 Kilo. In der Woche. Bei mir. In der Woche. Boah, stell dir mal vor, dann hätte ich ja jetzt 20 Kilo mehr. 4 Wochen hier. Willst du dir Fett absaugen lassen? Ja. Anders kriegst du die ja nicht mehr hin. Also wenn du es mir ordentlich besorgst, dann nehme ich sowieso ab. kannst du dir vorstellen, wie fett du hier rauskommst, wa? Oh, das Problem Nummer 1 im Haus, die Gewichtszunahme. Versuch mal da drin zu diäten, das funktioniert mal gar nicht. Positiv in dem Sinne, dass Big Brother sicher schon seit 10 Jahren hält, von vielen Menschen geschaut wird und viele Menschen kennen es. Und deswegen ist es natürlich auch positiv, wenn man bei so einem Projekt dabei sein kann. Jürgen, du wirst jetzt das Haus verlassen. Ja, ob man damals als Erster oder Zweiter rausgegangen ist, das hat ja einen kleinen finanziellen Unterschied gehabt. Aber das, was wir da erlebt haben, den Gang über diese Brücke, und da standen 9000 Menschen, die uns zugejubelt haben, das kann mir nie mehr einer nehmen. John verließ als erster deutscher Gewinner das Haus mit 250.000 Mark. Die Geburtsstunde von Big Brother wurde bereits ein Jahr vorher bei unseren holländischen Nachbarn gefeiert.
In Deutschland war Big Brother im Jahre 2000 schnell das Fernsehereignis, über das jeder sprach. Auch in Holland wurde zunächst heftig über das Format diskutiert. Doch die Einschaltquoten schossen in die Höhe und die Aufregung legte sich schnell. Die Tür ist dicht. Big Brother ist begonnen. Unsere Nachbarn sahen als erste Fernsehnation ganz normalen Menschen bei ihrem Leben im Big Brother Haus zu. Und sie erlebten das erste Big Brother Paar mit allem, was dazugehört. Nur die Zuschauer standen dem jungen Glück im Weg. Die genominiert ist, ist Bart. Oh. En de tweede die genomineerd is, is Sabine. Das Paar Bart und Sabine wurde nominiert und Sabine musste raus. Doch für Bart hatte Big Brother trotzdem ein Happy End. Der Winner von Big Brother ist geworden. Bart aus Holland war der erste Big Brother-Gewinner der Welt. Was in Holland begann und in Deutschland zu einer TV-Sensation wurde, trat eine Reise um die ganze Welt an. Big Brother wurde zu einem internationalen Phänomen. Bei Big Brother werden aus ganz normalen Menschen Superstars. Klar, dass viele auf diesen Erfolgszug aufspringen wollten. Hatten sich für die erste Staffel in Deutschland schon 15.000 Menschen beworben, waren es zu Staffel 2 phänomenale 70.000. Big Brother 1 war keine Eintagsfliege. Im Gegenteil. Ab 16. September 2000 versammelte die zweite Staffel erneut die ganze Nation vor dem Fernseher. Und das bei einer Sendung, die der Kirche ein Dorn im Auge war und die einzelne Politiker ursprünglich sogar verbieten wollten. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Die zweite Staffel Big Brother begeisterte die Massen, auch oder gerade weil sich einiges änderte. Ja, das war das Fieseste überhaupt. Wir mussten draußen kochen, hatten Duschmarken. War einfach nur nervig. Ich glaube es wohl nicht. Ah! Marion, wenn es jetzt da draußen noch ein bisschen rumschreist, dann ist echt Polen offen. Big Brother ist eben kein Ponyhof. Hier treffen extreme Typen aufeinander. Keine Chance, sich aus dem Weg zu gehen. Christians war so eine super coole Sau. Also den fand ich zum Beispiel mit am besten für von allen Staffeln bis jetzt, weil er hatte nie ein Blatt vom Mund genommen und war immer direkt, also ganz großes Tennis. Wie der Hut sieht doof aus. Bin ich das? Oh, um Gottes Willen. Hinten im Wagen auf die Ablage zu stellen, wie so ein Toilettenpapierhalter, weißt du? Steffi, ich bin nackt, du kannst reinkommen. Daniela? Wie wär's denn mit hemmungslosem Sex morgen von 9.15 Uhr bis 10.15 Uhr? Alter, ich bin aufgestanden und hab gedacht, Junge, hab ich harte Eier. Ich stehe da immer da wie so ein Prolet. Ja, aber das war wochenlang und nichts und man hatte auch Bedürfnisse. Das ist gut für die Potenz. Jetzt hör mal zu, Kollege. Ich hab schon lange Bock auf Chicken Wings, also spiel den Ball jetzt hier mal flach am frühen Morgen, okay? Dann sind wir heute ein bisschen aneinander gerasselt. Und du musst dich nicht so aufspielen. Okay, dann machen wir mal ganz kurz die komplette Aktion. Was hast du bestellt? Ich höre dir gerne zu. Tafel Schokolade, ja. Zigaretten, drei Bananen, Taschentücher und das habe ich mir rausgenommen. Okay, und warum bist du dann gerade mit dem Apfel durch die Gegend marschiert, den du zurückgebracht weil hast? Weil der Apfel aus dem alten Korb war und noch übrig war. Ach so, weil ich das nicht wusste. Siehst du, und deshalb habe ich gesagt, wir machen einmal fünf Minuten klassische Ausgabe. Schreib mich hier noch einmal an, schreib mich noch einmal an und dann knallt es dir so dermaßen. Ah, du bist... Was denn jetzt, ne? Was bin ich? Ja, was bist du? Hä? Was? 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 Was wage ich wagst nicht? Wagst dir! Was willst du denn, ne? Was willst du? Hört auf! Sag mal, Krischi, bist du nicht ganz hohl, du bist doch nicht mal ganz dicht, hier so einen Bullenton anzuschneiden, du Bullenton? Ich habe fünf Minuten drum gebeten, dass wir einmal was machen, damit alle halt damit zufrieden einfach. Sind. Ich weiß nur eins, wenn ich hier rausgehe, egal wann das ist, dann sind meine Leute draußen da. Die haben auch alle die Checkung davon, was so läuft. Das sind echt Leute, die wissen, wo der Frosch die Locken hat. Bei Big Brother Bulgarien wurden Meinungsverschiedenheiten schon mal mit den Fäusten ausgetragen, so dass die Security eingreifen musste. Da ging schon ab. Also ich glaube, in so einem Haus möchte ich nicht leben.
Und auch in Polen liefen die Emotionen manchmal amok. Gut, dass sich der Kampfsportler im luftigen Outfit irgendwann besann und seinen Frust nur an der Wand ausließ. Bilder, die wir in Deutschland zum Glück noch nicht sehen mussten. Hier zur Erholung bildervolle Harmonie mit Walter und Ebru aus Staffel 2. Also der Walter hat immer geteased, aber nie vollstreckt. Walters Auszug war für Ebru dann aber doch wie eine Vollstreckung. Nee, Ebru, das war so eine Zuckerschnecke. Ach ja, so ist das, wenn man verliebt ist. Das ist nicht toll. Karim und Daniela kamen sich sogar noch näher. Mama, wie gesagt, nicht ohne Unterhose, das habe ich dir ja versprochen. Das ist auch nach wie vor noch so. Aber ein bisschen Schmusen, ein bisschen Kussi, das hatten wir ja nicht besprochen. Eindeutig Spermaflecke. Schlafen die in den Dingern auch miteinander? Karim! Ja, ich will. Den gratuliere ich zur Hochzeit und vielleicht heiraten wir auch irgendwann mal. Es gibt schon das ein oder andere Paar, also die sich eben im Big Brother House kennengelernt haben und die auch jetzt noch zusammen sind. Das ist ja auch für uns so, ne? Ja, ich hoffe. Der Nominator bleibt hier im Haus und schmeißt hier nach und nach alle verlogenen Typen raus. Ich kann das nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ja wohl klar. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Es war schnell rein, es war schnell raus, aber es war effektiv. Ich glaube, von dem Kuss träumt sie heute noch. Aber ohne Zunge. Christian, der Nominator. Das war auch eine Schweinebacke. Und der hat ja riesen Erfolg gehabt mit seiner Single Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Das war ja, das hat Gold- und Platin-Status erreicht. Und das hätte echt nie jemand gedacht. Weil der war wirklich einfach nur fies die ganze Zeit. Fies, schlecht gelaunt. Nicht nur Christian, der Nominator, war in Staffel 2 ein Typ, an dem sich die Geister schieden. Auch Christian, der Naturbursche, sorgte für Stimmung. Der Tracht trägt, sorgt, dass er keine Tracht tragen kann. Wer? Ja, dass er keine Tracht trägt. Was reden die? Ich hab ne Fliege, gell, und ich esse jetzt das. Ich tue ein bisschen Salz drauf. Oh, der war ekelhaft. Der war so unfassbar ekelhaft. Nur rumgeschissen hat der. Bin ja eigentlich gar kein Mensch, gar nicht. Bin eine Maschine. Ach so. Ich bin eine Maschine. Meine Gefühle sind alle tot. Habe ich keine Gefühle. Ich bin ein lebendes Produkt. Lebendes Produkt. Das ist total verrückt. Ich bin ein lebendes Produkt. Lebendes Produkt. Du kannst jetzt immer zurück. Der ist so. Ich glaube, der ist so bayerisch. Sag mal, das ist der Wahnsinn. Sag mal. Genug von lebenden Furzkissen. Kommen wir nun zum unermüdlichen Koch der zweiten Staffel. Harry, ein scharfer Typ. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Mir schmeckt das Essen auch wunderbar, ich mag es nur nicht scharf, das ist alles. Du kannst Zwiebeln nur scharf anbraten, denn dann schmeckt es nicht. Jeder Rapper, wenn die rappen hier, die haben dann so ein paar Deppen, die daneben heppen. So manche Frau dreht durch, lässt sich die Dinger in Silikon nachbasteln und du versteckst die Dinger immer. Besonders bei Alida kam Harry ganz schön ins Schwitzen. Das hat Alida. Heiß. Ja, das ist immer noch ganz heiß, das Ding. Das qualmt ja noch. Mann, da sieht man ja auch alles. Zeig mir dein Gesicht. Alida blieb hingegen eiskalt und gewann die zweite Staffel. Harry machte aber dennoch Karriere als Schauspieler. Es kann keine Frau gewinnen, es geht nicht. Bis heute werde ich ausgelacht wegen der Lederjacke. Ich habe noch nie eine hässlichere Gewinnerin gesehen einer Big Brother Staffel. Mittlerweile ist sie ja wirklich ein hübscher Schwan geworden. Tja, Jürgen, bei manchen läuft's halt umgekehrt. Big Brother erfand sich von Staffel zu Staffel immer wieder neu.
So auch am 27. Januar 2001. Ihren Erfolg hatte die dritte Staffel nicht zuletzt Sexy Ladies, Muskelmännern und einem süßen Glücksschwein zu verdanken. Auch ins dritte Big Brother Haus zogen wieder eine Vielzahl von Charakteren der Spezies Mensch. Begleitet vom Superhausschwein Konrad. Oh, wie süß, ein kleines Würstchen. Das ist die dreckigste, widerlichste Sau, mit der ich jemals zusammenleben muss. Das ist echt so. Du bist Konrad. Wie macht der Konrad? Und saugut drauf waren sie alle. Eins ist glasklar, Alter. Wenn da einer von uns mal richtig reinhaut, dann läuft was. 100%. Michael hatte den richtigen Riecher. Da ging was. Vor allem zwischen Katja und Carina. Pass auf, du hast die Topfig, die beste Figur von allen. Du könntest alle Kleider anziehen. Das ist der kleine Unterschied. Ey, Katja, bitte. Warte mal, bitte, jetzt, Joker. Ich glaube, ich spinne jetzt, ja? Ich hab da keinen Bock drauf. Hier, zieh das Kleid an, bitte schön. Ich zieh das sowieso nicht an. Ich bin Joker, jetzt. Ich möchte es nicht anziehen. Ich hab keine Lust mehr auf das Kleid. Aber wir müssen jetzt halt nicht nochmal machen. Oh, Zickenterror. So viele Frauen auf einen Haufen. Explosionsgefahr. Mit so einer Kacke, Fräulein, mit so einer Kacke machst du dich selber scheiße. Womit wir beim zweiten Zickenduell wären. Viel zu schnell. Du hast die Muskelspannungsphase viel länger, wenn du sie langsamer machst. Was? Klar, du machst sie viel zu schnell. Ich muss eine effiziente Kurzübung machen. Wenn's im Wasser passt, den Ball langsam. Das hat doch damit nichts mit der Handelübung zu tun. Ich trainiere hier auch mehr Mr. Universe mitzumachen. Da würde ich ganz anders trainieren. Freunde, hast du für meinen Sport gehört, ey? Du hast auch keine Brustmuskulatur. Ey, da waren aber ganz coole Checker in dem Haus. Und dein Bauch? Ey, ich bin im Schnitt 10 Jahre älter als du, mein Freund. Ja, wen interessiert das? Wen interessiert das? Du hast keine Brust. Das ist nichts. Das ist nichts. Wir müssten das Hühnchenfleisch nehmen und hier oben. Wer drückt mehr aus der Brust? Wer hat mehr Kraft? Ja, wie viel drückst du denn? Ja, ich drück doppelt so viel wie du, wer ich will. Wie viel drückst du denn aber? Das Gewicht hier reicht gar nicht. Ach, das reicht gar nicht, für dich sagen, Mann. Nicht. Denkst du, für mich reicht oder was? Für dich reicht schon. Ich glaub das nicht, ey. Sieht aus wie ein Beutelsch. Hausschwein Konrad kommentierte alles auf seine Weise. Überhaupt steckte der aufgeweckte Zeitgenosse überall seinen Rüssel rein. Ich will auch echt gerne ein Hausschwein haben. Aber die werden ja dann so groß und kann man die dann eigentlich mit in den Flieger nehmen? Nein, kann man nicht. Übrigens, wie so viele, auch Konrad verliebte sich. Katja war seine Auserwählte. Schön, er freut sich! Ein Schwein freut sich, eine nackte Frau zu sehen. Das ist doch mal was, ja? Der Rest des Hauses nahm sich Konrad zum Vorbild und drehte durch. Doch am Ende stand wie immer der nervenzerreißende Showdown. Und Carina, genannt Joker, machte das Rennen um die 250.000 Mark. Ich hätte die Sau zum Gewinner gewählt. Ich kann doch nicht das Ding gewonnen haben. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Und wie es funktionierte, bei Big Brother 3 war alles möglich. Ab dem 31. März 2003 wurde alles anders. Big Brother 4 setzte mit dem spektakulären Motto The Battle neue Maßstäbe. Zum ersten Mal gab es im Haus zwei Bereiche. Stimmt, ich wollte gerade sagen, woher kenne ich denn das Lied? Da habe ich ja den Titelsong gemacht, das ist ja witzig. In Staffel 4 hieß es für die Bewohner zum ersten Mal arm oder reich. Eine Trennung durchlief das gesamte Haus. Guru, guru, guru. Die gute Stimmung ließen sich die Bewohner natürlich nicht nehmen. Bis die ersten Battles und nervlichen Zerreißproben auf dem Programm standen. Da wurde dann Big Brother für mich persönlich eigentlich immer interessanter, eben wegen den Herausforderungen, weil da ist es vom Kämpferischen und von der Psyche her. Bei Big Brother 4 gingen alle Bewohner, wie auch Nadja, tagtäglich bis an ihre Grenzen. Du wirst als eine Art menschliches Pendel mit über 100 Stundenkilometern nach unten rasen, durch eine Flammenwand schießen
Und dann hast du die Aufgabe, den Farbbeutel dort drüben in die Zielscheibe zu werfen. Boah, da wäre mir echt einer abgegangen, wenn ich das hätte machen dürfen. Ist das geil! Battle leider verloren. Nadja hat übers Ziel hinaufgeworfen. Das waren Herausforderungen. Das ist Adrenalin pur. Wenn ich das sehe, da hätte ich schon wieder Bock, irgendeine Challenge oder ein Match zu bestreiten. Oh Gott. Da wird einem schon schlecht beim Zugucken. Bei Big Brother ist nichts, wie es scheint. Wie schwierig es ist, ein Kartenhaus zu bauen, wenn man nach einer Reise am unteren Teil eines Hubschraubers komplett unter Adrenalin steht, beweist Holger. Du hast es geschafft, Holger! Oh Gott, ne. Oh, das ist ja... Nee, da bin ich ein Weichei, muss ich echt sagen, ne? Ein Weichei darf man bei Big Brother 4 nicht sein. Besonders nicht an einem Seil in 100 Metern Höhe. Ich bin soweit. Alter Schwede. Oh, ich kann nicht mehr, ich geh fester. Oh. Gezielt zugreifen und der todesmutige Jan war 30.000 Euro reicher. War das weich? Er hat's geschafft. Yes! Aber der Kampf ums Geld war nicht alles, denn... Ein bisschen Spaß muss sein. Mit ein wenig Wasser wurde der Spaß sogar riesengroß. Dunkelheit war auch immer gut für einen Jux. Aber zurück zum Wasser. Sag nichts. In diesem Match ging es darum, gegurgelte Lieder zu erraten. Eine Family, die im Wasser voll in ihrem Element war. Aber auf Sonne folgte leider auch immer wieder Regen. Und im armen Bereich regnete es besonders heftig. Vorwürfe und Anschuldigungen. Weil du schlecht geschissen hast, dann lass mich in Ruhe. Ich war der wirkliche Ernster. Du diskutierst doch rum. Du diskutierst. Ja, aber du kannst keine andere Aprikose. Meinung ja, du da auch nicht. Doch, kann sag ich schon. Doch einfach, das ist Aprikosen. Guck mal, jeder sagt Aprikosen. Nein, für dich sind es keine Aprikosen. Wenn jeder sagt, es sind Aprikosen. Nein, muss sie behaupten, es sind keine. Also sind es keine, oder? Ja, wenn sie gewusst hätte, was eine Aprikose ist, hätte sie ja gar nicht daran teilnehmen dürfen. Weil du musst ja ein bisschen sein, dass die euch daran teilnehmen lassen. Kann ich mich einfach nur aufregen, dann kann ich mich bestimmt morgen noch drüber aufregen. Nee, das traust du nicht. Also du findest das okay, das kommt von allen Seiten an. Nee, aber es hat gereicht, darum, Holger. Und sie hat gereicht, wenn du mir einmal gesagt hättest und nicht einfach darüber abstimmen musst. Ich hätte es auch nicht wieder gemacht. Weil ich es mir ja bestimmt schon mal an jedem Jahr angehört habe, ja, dass man nicht ein Brot von beiden Seiten abschneidet. Das kratzt mich an, diese dumme Scheißlaberei da. Ich finde das immer ganz toll, wenn da so ein paar Zicken dabei sind und so ein paar bunte Vögel oder auch ein paar hübsche Männer, wo man dann besonders gerne mal einschaltet, ja? Die Brot- und Aprikosenkrise war nicht von Dauer. Stripperin Nadja konnte die Lage beruhigen. Obwohl, der Ulf wurde doch eher noch ein bisschen aufgeregter. Ach, das ist diese Stripperin aus Köln. Oh, ist das ekelhaft. Aus Meister Propper wurde Meister Propper mit Stielaugen. Auch Mitbewohner Sava hatte in Staffel 4 sein erotisches Ziel. Und die sind sich bis heute treu. Ich kann einfach nicht widerstehen, verdammt. Ich muss mich mal wieder regenerieren. Sie haben aber auch gerammelt. Ich brauche... Pille danach? Ja, so ein Big Brother-Aufenthalt kann schwerwiegende Folgen haben. Bei Big Brother Finnland hatten die erotischen Abenteuer der Bewohner sogar noch weitreichendere Folgen. Die ist schwanger! Nee! Das glaub ich ja jetzt nicht. Ich hoffe natürlich von ihm.
Da sind wir sicher, bei diesen Freudentränen. Bei Big Brother in Holland kam es zu einer Sensation, für die man keine Plakate brauchte. Das habe ich gar nicht gewusst, dass bei Big Brother ein Baby geboren wurde. Mit Schachtzwang bringen die Großstünderin Tanja nach der Baby. Das erste Containerbaby. Alle Bewohner fieberten mit der werdenden Mutter. Was man bei Big Brother in Holland erlebte, war einzigartig. Die erste Live-Geburt im Fernsehen. Ja. Boah, eieiei. Mutter und Kind waren wohlauf und ein ganzes Big Brother Haus sehr glücklich. Selbstverständlich kann man eine Geburt im Fernsehen zeigen. Eine Geburt gehört zum Leben dazu, wie alles andere auch. Also ich denke, unsere Prüdererziehung oder die Prüdererziehung im Mittelalter, das war ja eine ganz schreckliche Geschichte. Zurück zu Big Brother 4 in Deutschland. Paare, Trennungen, Liebe und immer wieder spektakuläre Mutproben, harte Kämpfe und erotische Momente. Das verwandelt so manchen Bewohner. Bei Ulf. Und kein Samen ist äußerlich. Und was sagen wir da? Dankeschön. Ich glaube, das war's. Bis dann. Moment, etwas fehlt doch noch. Der Sieger von Staffel 4. Lieber Jan, herzlichen Glückwunsch! Jan hatte es geschafft. Am Ende der bis dahin härtesten Big Brother-Runde nahm er den verdienten Jubel entgegen. Und ganz nebenbei auch noch 90.000 Euro. In der 5. Staffel kämpften die Bewohner erstmals um 1 Million Euro. Und kämpfen mussten sie wirklich hart. Am 1. März 2004 startete die Runde mit den bis dahin heftigsten Herausforderungen in der Geschichte von Big Brother. Und das auf jedem Gebiet, auch in Sachen Liebe, Sex und Beziehungsdramen. Das war Staffel 5. Da ging es um 1 Million Euro. Unglaublich. Unglaublich, ein Jahr in so einem Haus drin zu bleiben. Das ist unglaublich. Bei Big Brother 5 brach eine neue Ära an. Erstmals lebten die Bewohner in 3 verschiedenen Bereichen. Survivor, Normale und Reiche. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dieser Einzug. Ein Bestrafungszimmer ganz in Weiß. Hier musste rein, wer sich nicht an die harten Regeln hielt. Und wieder standen die härtesten Challenges auf dem Programm. Staffel 5 bot alle menschlichen Facetten. Von dievenhafter Bewusstlosigkeit bis zur echten Ekstase. Noch 2,6 Kilometer auf dem Band. Was ist los, Alter? Es kann gut zu wachsen. Boah, es gibt Sachen, die sind einfach ekelhaft. Sowas zum Beispiel. Ein bisschen mal elegant mal hier mit mir wirbeln. Der Survivor Micha. Ihr seid alle gesaved. Sieht komisch aus, war aber so. Die Bewohner von Big Brother 5 fieberten jeder Herausforderung förmlich entgegen. Das war mit am schönsten an Big Brother. Man hat Dinge gemacht, die man normalerweise nie irgendwie im Leben machen würde. Was ist schlimmer, Achterbahn oder sowas? Oh. Jerrys Challenge, Kunstflug, bis die rote Karte gezückt wird. Leider kann so ein Flugzeug nicht so schnell landen, wie es manchem lieb wäre. Ich glaube, der muss auch kotzen. Kotzt der? Jerry, was ist los? Du hast erst 7 Minuten. Was ist los? Hast du die rote Karte gezeigt? Ja, ich habe eine rote Karte. Dann hast du die Challenge verloren. Tut mir leid. Ich kann durchaus nachvollziehen, was da passiert ist, weil mein Fluglehrer hat mich mal mit Absicht sehr nah an die Turbulenzen von Düsenjägern rangeführt und hat gesagt, so, hat sich zurückgelehnt, hat die Augen zugemacht und der saß ja neben mir und hat gesagt, so, und jetzt sieh zu, die Maschine wird jetzt trudeln, sieh zu, wie du sie abfängst. Und ich weiß, wie denen zumute ist. Klar, wenn man dieses Element nicht gewöhnt ist, Luft, die hat ja wie bekanntlich keine Balken. Also das ist, ich finde das schon sehr mutig, muss ich sagen. Gleich sind wir wieder zurück bei Deutschland, dein Big Brother, mit den spannendsten und emotionalsten Momenten aus 10 Jahren Fernsehgeschichte. Erst fallen die letzten Hüllen.
nicht auseinander. Dann die letzten Tabus. Sex auf Ansage. Hallo, da sind wir wieder bei Deutschland, dein Big Brother. 10 Jahre Fernsehgeschichte. 2005 Big Brother 5. Die bis dahin härteste aller Staffeln. Jeder musste sich hier seinem inneren Schweinehund stellen. Heikos Herausforderung, ein Marathonlauf. Der Sachsenpauler, der Heiko. 6 Wochen hatte er trainiert, doch leider musste er sich seiner Kondition geschlagen geben. Ich weiß, ob die Füße abfallen. Ich breche ab. Er war untröstlich. Glaubst du nicht auch, dass du jetzt die Leute enttäuscht, die auf dich warten im Haus? Nicht nur die. Auch die draußen. Aber da muss ich jetzt durch. Es tut mir echt leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Es geht wirklich nicht mehr. Paco schaffte derweil den Sprung vom Clown zum Hochseilartisten. Ihr müsst mir drüben helfen. Gleich. Ihr müsst mir drüben helfen. Seid ihr mir Schock? Und ich bin erst bekloppt. Was mache ich hier? Ganz einfach. Du machst eine Challenge bei Big Brother. Staffel 5. Die nächste Challenge könnt ihr mich am Arsch lecken. Sag ich euch, geh ich freiwillig raus. Ich hau euch alle tot um. Ich schwör's. Die nächste Challenge macht alleine. Ach, der stöhnt wie eine Frau. Das hab ich echt nicht gemacht. Nee, ne? Das haben ja auch viele mal gesagt, der kleine Paco ist irgendwie schwul. Aber Schnipp, ich bin nicht schwul. Oh, der war so geil. Wie hieß der doch mal? Unglaublich. Der Türke. Ali. Bei denen ist es dann halt mal ein Tag Ferrari fahren oder so. Wie Ferrari fahren? Wo wir fahren? Ferrari fahren? Alter, was hat er denn? Der war schon einen Tag Ferrari fahren. Wo? Hier drin? Nein, draußen. Der ist raus, hat den Ferrari. Wer hat Ferrari gefahren? Micha? Meinst du, jeder mit jedem Tag wird Sex gemacht? Natürlich wird jeden Tag Sex gemacht auf der Welt, natürlich. Das gibt doch gar nicht. Na, Ali, bitte, wo lebst denn du? Obwohl, es gibt so viele Menschen, da kann das eigentlich klappen, das jeden Tag, oder? Natürlich. Sex gibt es jeden Tag auf der Welt. Meinst du? Wirklich jeden Tag? Ich meine. Ja, es werden ja auch jeden Tag Kinder geboren. Ja, gut. Jeden Tag? Ich habe noch einen Termin beim Gynäkologen. Ja, ehrlich. Nein, nicht Gynäkologe, ich meine Kieferpathologe. Kieferorthopäde. Ja, Kieferpathologe. Regeln interessierten Ali nicht. Doch Big Brother bestrafte auch den kleinen Hunger zwischendurch manchmal hart. Ich hatte einfach Lust, mal rüber zu gehen, einen Pudding zu essen. Geile Idee, ich gehe auch mal einen Pudding essen, so. Big Brother hat sich folgende Strafe ausgedacht. Michael, Ali, Franzi und Jerry werdet nominiert. Für Ali war damit der Pudding gegessen. Wäre er doch nur artig geblieben. Wir hatten alle ziemlich Schiss, hatten alle einen Stock im Arsch, so Bereichwechsel und so. Wir hatten echt Schiss bei uns. Also da gab's, wir waren immer artig, da gab's nichts Schlimmes. Schlechte Nachrichten für Jupp. Sein Chef schickte ihm von draußen die Kündigung ins Haus. Jupp, das war krass, da habe ich geheult, Mann, als ich das gesehen habe. So ist das mein Leben lang, verstehst du das nicht? Das Leben lang, die Leute sagen, hey, du musst mal was machen. Tu was, ich tu und tu und tu. Und wo bin ich? Immer noch unten. Und ich habe keinen Bock mehr unten zu sein. Aber die Leute kapieren das einfach nicht. Das sind mal Leute, denen wünscht man mal einen Lottogewinn. Und wer gewinnt immer irgendwie so ein 75-jähriger Rentner aus Meschede, der dann irgendwie seinen Enkel einen Ferrari kauft? Ist doch scheiße. Hier, Jupp sollte mal richtig einen Lottogewinn abräumen. Auch ein Sieg bei Big Brother 5 wäre für die Bewohner wie ein Lottogewinn. Im Kampf um 1 Million Euro war deshalb jedes Mittel recht. Die Fäuste flogen und in jeder Beziehung war voller Einsatz gefragt. Das war die Stripper-Staffel. Ein Stripper nach dem anderen. Aber das war ja auch super, da hatte man noch was zu gucken. Wir haben ja nur uns. Ist ja normal, dass wir uns gegenseitig
Zureden gegenseitig, stützen gegenseitig, umarmen gegenseitig, knutschen. Stützen, reden, knutschen, das war vor allem Pacos Devise. Mit Sex hatte er im Haus nichts am Hut, im Gegensatz zu vielen anderen. Oh, schaukel, schaukel. Sex, 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 das war mal ein Thema für Heiko. Und zwar eins mit drei Buchstaben. Über die Sachen spreche ich nicht mehr. Nicht mehr? Kann ich dir sagen, aus einem einfachen Grund. Weil mir langsam mal der Gedanke gekommen ist, wie sie uns zu DDR-Zeiten platt machen wollten mit ihrem scheiß Wessi-Kram, sag ich mal. Dass wir verklemmt sind, aber wir hatten ja nichts anderes wie die drei Buchstaben mit S-E-X, was wir hätten machen können. Nein, wir hatten überhaupt nichts anderes. Sie haben alle nur Sex gemacht. Ach da, sie ist doch auch da. Sie ist doch dein Kompagnon. Ja. Nee. Du erzählst einen Scheiß. Wir haben es gemacht, wie jeder normale Mensch das gemacht hätte. Wir haben bis nicht lange drüber rumdiskutiert, weil es ein Tabuthema war. Oh, Heiko. Sachsen-Paule, dein ehemaliger Kollege. Nee, ja, wie nee? Sachsen-Paule war nie Thema. Ja, aber der war im Porno-Business. Das ist wohl irgendwie zum Glück an mir vorbeigegangen. Oh, ich rück dich auseinander, du Lumpen! Kein Wunder, dass Heiko ein Sexproblem hatte. Das fing ja schon beim Ausziehen an. Oh, nee! Das mach ich nicht lange mit. Das kann man abschmecken hier. Das gibst du nicht mal am Rand drüber, das Scheißding! Oh, schnell, jetzt nehm ich Messer. Mach mir noch eins zwei Runden, komm ich. Strich an meine Matte. Nehmt euch alle in Strick! Nur um das klarzustellen, dies war keine Challenge in Staffel 5. Ja, du Lumpen! Ich spreche mir doch nicht noch, es geht nicht! Negativ, 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 ich hab bloß nur negativ. Positiv war dagegen die romantische Zeit von Marc und Franzi, jedenfalls solange sie zusammen waren. Marc, bitte pack deine Koffer, du wirst Big Brother verlassen. Für Franzi brach eine Welt zusammen, aber Marc versprach, auf sie zu warten. Versprechen gebrochen. Marc konnte es nicht abwarten. Er kam noch während der Staffel mit einem Hubschrauber zurück und ließ es Rosen regnen. Romantik, Spaß und harte Challenges. Alles, was Big Brother ausmacht und noch mehr gab es in Staffel 5 zu bewundern. Was soll man dazu noch sagen? Und er, Sascha, der Liebling der Nation, hatte sich bis zum Ende durchgeboxt. Der Sieger von Big Brother 5, der neue Millionär, er ist es! Das war einfach, glaube ich, das größte und aufregendste Gefühl, das ich je in meinem Leben eigentlich gehabt habe. Und das war da, wo ich einfach erfahren habe, Sascha, du bist der Gewinner, du hast Big Brother 5 gewonnen, diese Million ist deine. Und das war, glaube ich, das schönste Gefühl in meinem Leben. Diese Gefühle kann man einfach nicht beschreiben. Groß, größer, Big Brother. Am 1. März 2005 öffnete sich für die neuen Bewohner die Tür zu einem ganzen Dorf. Mehr als 50 Einwohner, zahlreiche Hotelgäste und regelmäßiger Promi-Besuch wurden von 100 Kameras und 60 Mikrofonen 24 Stunden am Tag überwacht. Einer der Höhepunkte dieser Staffel: Zum ersten Mal läuteten im Rahmen des TV-Experiments Big Brother live die Hochzeitsglocken. Big Brother 6. Das Dorf hatte alles, was zum richtigen Leben dazugehörte. Und zum ersten Mal mussten sich die Bewohner alles mit echter, harter Arbeit verdienen. Big Brother 6. Das Dorf. Sollte eigentlich unendlich gehen, war dann aber, glaube ich, trotzdem nur ein Jahr.
Aber dieses Konzept fand ich persönlich sehr, sehr gut. Nach der Arbeit kommt bekanntlich auch das Vergnügen. Damit aber nicht alles vollends außer Kontrolle geriet, wählten die Bewohner einen Bürgermeister. Norman sollte für Ordnung sorgen. Der erste Dorfbürgermeister bei Big Brother ist Norman. Herzlichen Glückwunsch! Ja, auch mit Silberblick kann man Bürgermeister werden, nicht wahr? Zu Normans Reich gehörten ein Atelier, eine Autowerkstatt und ein Hof. Und Mitbürger, die ihre Arbeit verweigerten. Können wir jetzt arbeiten oder möchtest du das blockieren hier? Ich möchte das blockieren. Tolle Chefin. Super, ne? Da sag ich's dir, du bist dumm. Okay, das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, nachdem einige Männer das gesehen haben, sind sie schwul geworden. Ich bin mir verdammt wütend jetzt. Ich kann das nicht mehr ertragen mit deiner Scheiße. Okay? Also kannst du nicht einfach mal normal reden? Ich habe sachlich etwas dazu gesagt. Nein, nicht sachlich. Ich kann es nicht mehr hören. Ich verlasse gleich das verdammte Dorf freiwillig. Dann kannst du mir das in den Arsch stecken. Weil das, was ich vorhin gemacht habe, war noch normal. Okay? Und ich lasse mir von dir nicht jetzt erzählen. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, mit mir normal zu reden. Solltest du es nicht tun. Und ich bin heute sowieso total aggressiv. Das sieht man ja gar nicht an, dass die aggressiv ist. Und es wurde weiter gestritten. Und weiter. Zu Hause, wenn man sauer ist, kann man ja einfach gehen. Ne? Die Tür schlagen und loslatschen. Ne? Aber beim Big Brother Haus geht das dann nicht. Da musst du irgendwie zurechtkommen. Und deswegen sage ich, für ich Menschen ist das nichts. Für wir Menschen ganz fantastisch. Jedes Mal fühlst du dich angesprochen, wenn ich meinen Mund aufmache. Mann, ich hab doch nur gesagt, bist den ganzen Morgen am Meckern und am Zetern. Oh. Jetzt muss doch auch mal Schluss sein. Sag mal, was hast du eigentlich? Hey. Meine Güte, mir reicht's langsam. Oh, hör mal, hör mal. Nichts, hör mal. Ich sag, ich fühle mich hier eingequetscht und du machst mich hier schon wieder von ich der Seite. Ich hab dich doch nicht angemacht. Ich hab nur gesagt, wenn ich jetzt weiter nach da gehe, dann werde ich noch nasser. Ja, Mann. Wer hat denn mit dir gesprochen gehabt, verdammt? Oh, Mann, hey, Mädels. Den ganzen Morgen schon irgendwann platzt es. Gottes Willen! Gottes Willen! Darum braucht man bei BB kein Fernsehen. Mann! Es ging auch anders. Liebevoller. Bürgermeister Norman und seine Gina gingen mit zärtlichem Beispiel voran. Wenn du auf das Herz da guckst, sind genau 59 Kerzen. Für jeden Tag eine, die wir uns kennen. Und für jede, die mir was bedeutet. Norman musste irgendwann gehen und startete eine neue Karriere als Moderator. Thomas übernahm den Bürgermeisterjob. Wollte er jetzt auch Normans Freundin Gina? Ich kann so nicht weitermachen. Thomas griff an. Erst recht, wenn er sich fälschlicherweise unbeobachtet fühlte. Kein Mensch guckt gerade hin. Sollen die anderen denken, was sie wollen? Ich weiß, dass ich nichts von Gina will und ich denke, dass auch sie von mir nichts will, hoffe ich zumindest. Sowas ist immer gemein. Du verliebst dich in jemanden, aber du kriegst das nicht wieder zurück, was du gerne hättest. Aber Thomas und Gina haben sich dann doch gekriegt. Als Gina das Dorf verlassen musste, brachen alle Dämme. Doch der tränenreiche Weg endete in einer Beziehung, die noch weit über Big Brother 6 anhielt. Bettina und Marco, nächstes Paar, neue Probleme. Ey, du redest mich jedes Mal total Banane in meinem Kopf. Manchmal weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich denke, weil du redest mich total Banane. So, Marco, geh Melken üben, Daniela, komm hier rüber. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Marco! Ja, ich geh mir helfen. Entschuldige. Schlappschwanz bist du. Du forderst einen auf, dich zu schlagen. Es ist einfach, ich bin Sado und du bist Maso. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, könnte stimmen. Genau solche Beziehungen braucht man bei Big Brother, weil das ist ja das Interessante. Die lieben sich, die zoffen sich zwar mehr als Liebe da ist. Du brauchst es einfach.
einfach. Und du hast Bock darauf, ne? Total. Irgendwie ich habe keinen Bock mehr, dich immer zu schlagen. Also Marco hätte wirklich viele Frauen haben können. Ich weiß auch, viele haben gesagt, den Typ finde ich echt gut. Auch so gerade Glatze, so ein bisschen Vin Diesel für Kassenpatienten, schick, aber da muss der die verstrahlte Tante dann nehmen. Die ist doch, die ist nicht mehr normal. Also sowas kann man auf keinen Fall heiraten, da muss man lieber vorher weglaufen. Aber bei Big Brother kann man ja leider nicht weglaufen. Willst du mich heute Abend heiraten? Sie hat ja mal zu ihm gesagt, sowas wie dich finde ich an jeder Straßenecke. Und er ist bei ihr geblieben. Ich war Trauzeuge. Italy. In Italien konnte so ein Beziehungsauf und Ab noch heftiger ausfallen. Bilder wie diese machen Big Brother in Italien seit Jahren zum Straßenfeger. Am Ende siegte auch hier die Liebe. Promi-Alarm im Big Brother-Dorf. Auch die VIPs kamen gleich zur Sache. Willst du meine Big Brother-Frau werden? Ja, ich will. Und hier ist echt ein fröhliches Beisammensein. Es ist wesentlich besser, als ich mir es vorgestellt habe. Ich dachte schon, dass ich eine lustige Zeit habe, aber dass es so lustig ist, hätte ich gar nicht gedacht. Oh, Olivia, das war natürlich auch wirklich eine heiße Chose. Unglaublich. Und so sieht es aus, wenn Promis eine lustige Zeit haben. Wollt ihr nicht mal der Mutti ein bisschen schrauben? Also, melken möchte ich gerne. Die spinnt die Kuh! Sogar laufen war lustig, wenn man dabei lästern konnte. Die Carla Loth ist ja auch schon seit mehreren Jahren 29. Ja, genau. Die ist 100% 34, 35 ist das Frico. Jürgen nahm die Wochenaufgabe fürs Dorf 1000 Kilometer zu laufen locker. Für Daniel Kübelböck war dagegen schnell Schluss mit lustig. Ich finde es einfach eine absolute Frechheit, dass man so eine Wochenaufgabe genau dann macht, wenn wir hier drinnen sind und die eigentlich mit uns gerne feiern würden, was anderes machen würden. Nein, die müssen ja 1000 Kilometer laufen. Das ist ja von Hamburg nach Bayern, so ungefähr. So eine doofe Idee habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Also, jetzt sagen Sie mal was dazu. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Machen Sie das mit jemand anders. Dass ich mich hier da die ganze Zeit bemühe, irgendjemanden zu animieren und im Endeffekt es keiner macht, weil sie alle auf diesem scheiß Band da sitzen. Dann machen Sie das doch mit Ihren Bewohnern aus und lassen Sie so 1000 Kilometer laufen. Mir ist das scheißegal. Und ich will jetzt gehen. Holen Sie Taxi. Naja, aber im Dorf gibt's eben kein Taxi. Wir taufen euch jetzt auf den Namen Nadel und Desiree. Und dann gab es zur Abwechslung mal wieder eine richtige Schlammschlacht. Ja, wir haben da schon die Hälfte wahrscheinlich. Abflug für Olivia Jones. Das Dorf nahm Abschied. Doch Big Brother hatte natürlich eine weitere Überraschung. Ein ungewöhnliches Paar zog ein. Ich habe mich beworben und Papa hat das halt auch öfters geguckt. Dann hat er gesagt, wäre doch cool, wenn wir mal zu zweit einziehen. Und beim Casting habe ich das dann halt gesagt. Und so kam es dann dazu. Halt. Bei Frank und Jeannie waren die Verwandtschaftsverhältnisse klar. Anders bei einem Fall bei Big Brother USA. Hier zogen zwei Menschen ein, die verwandt waren und noch nie voneinander gehört hatten. Nick, what is your last name? Deadman. Deadman? Yeah. Really? D-E-D-M-O-N. And it went to Jennifer and she said Deadman. And all that I knew of my real father was that his last name was Deadman. And where are you from? San Antonio. That is where you was born? Houston born. The last name was the trigger that was like, wait a minute. Was your dad in the service or anything? Yeah. He was in the Army, served in Vietnam, lost half of his foot and got medical discharge. Really? Yeah. So okay. It's... What's your dad's name? Guy. Doug? Guy. G-U-Y. Guy? Yeah. So that's your dad's first name is Guy? It's Arthur Guy Deadman. And I knew that was his middle name. He goes by his first initial though, so technically it's A Guy Deadman. Okay. Boom.
When putting the pieces together, I did realize that I did have a sister in the house. Ist das nicht toll, wenn man bei Big Brother erfährt, dass man noch eine Schwester, noch einen Bruder hat? Ich glaube, wenn die das nicht gemacht hätten, die beiden, dann hätten die nie erfahren, dass sie Geschwister sind. Das ist, finde ich, toll. Have you ever just wondered if maybe he got with, you know, a woman and there was a child out there, sound like another brother or sister? I have, and I've asked him, and there isn't. Really? Because I always wondered. It's like, no. So, not that I know of. So you've asked that already. Yeah. That's cool. What would you rather have him? Another brother or sister? Yeah, sister. I don't know. It depends. I'd probably want an older brother. Why is that? Because I've never had an older brother. That's cool. You know, I already have a sister, so. When she said that she wanted an older brother, I was like, in a way, I wanted to tell her right there, like, well, here I am. But I kept it in. That's just me. Probably be an older brother. That's cool. Someone that I can beat up on. Oh, that's good. That's a great thing. Maybe I've won the relationship, hopefully, out of this house with a new family. 2 Wochen dauerte es, bis die beiden herausfanden, dass sie Halbgeschwister sind. Macho-Alarm bei Big Brother. Ich spiele nicht mit den Frauen im Haus, das ist auch gar nicht meine Absicht. Tarnen, täuschen, falsche Tränen. Ich liebe euch über alles. Ich liebe alles. Herzlich willkommen zurück bei Deutschland, dein Big Brother, dem besten aus 10 Jahren Fernsehgeschichte. Big Brother, das Dorf im Jahr 2005. An Familie dachte Dorfbewohner Giuseppe damals noch nicht. Aber die Basis für Ehe, Kind und eigene Wohnung war schon mal gelegt. Bei einem Voting räumte er mitten in der Staffel 250.000 Euro ab. Das ist für mich ein großer Traum und ich sitze jetzt gerade hier und kann es immer noch nicht begreifen, dass ich jetzt da gewonnen habe. Jetzt fehlte nur noch die Frau zum Glück. Und Jeannie, Tochter aus gutem Hause, hatte deutliche Vorzüge. Und die hielt sie dem Giuseppe am liebsten ständig unter die Nase. Damit hätte ich so am allerwenigsten gerechnet und ich kann da nichts für und ich sträube mich dagegen. Aber wisst ihr, wie das ist, wenn man ständig in deren Nähe ist? Ja, klar. Und auch Jeannies Papa war auf des Töchterchens Seite. Giuseppe ist auch ganz anders, als ich gedacht habe. Mhm. Sehr lieb, auch sehr hübsch, aber auch sehr streng mit sich selbst. Also gute Charaktereigenschaften auf jeden Fall. Mhm. Versuch das mal auf deine Art zu machen, Jeannie. Und wenn das nicht funktioniert, dann kümmere ich mich da mal persönlich drum. Ich weiß, dass du mich gerne hast. Nicht gerne, Jeannie. Gerne ist untertrieben. Als Giuseppe gehen musste, war Jeannie mit ihren Tränen alleine. Man sieht, nicht nur die Anine und ich sind glücklich, auch Giuseppe und Jeannie haben sogar ein Kind zusammen und vielleicht legen wir ja mal nach. Oder? Oh, ich bin zum Kotzen, Mann! Weißt du, das Kranke ist, wenn der schon eine Stunde auf dem Marktplatz ist, fehlt er mir schon. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Erst am Finaltag sahen sich die Schwerverliebten wieder. Jetzt begann ihre gemeinsame Zukunft. Und geerbt hat er auch noch. Giuseppe, der hat zwar die Staffel nicht gewonnen, aber der ist als ganz großer Gewinner aus dieser Staffel rausgegangen. Naja, es handelt sich um mehr Familienhaus mit Eigentum, was alles drumherum ist, mit Garten und alles, was dazugehört und natürlich seine ganzen Konten und so. Ja, es ist halt einfach ein Traum und sehr viel, was so gekommen ist. Giuseppe kauft sich selbst einen Adelstitel und sich und Jeannie eine wunderschöne Wohnung. Happy End Deluxe. Der Jeannie geht's auch relativ gut, weil sie durch mich, also wir sind ja ein Paar und wenn es mir gut geht, geht's ihr auch gut. Jetzt bin ich, kann ich sagen, abgesichert und kann ein beruhigtes Leben führen. Dadurch geht's ja meiner Freundin gut und meiner Familie und ihrer Familie. Ja,
und jetzt ist er Giuseppe Prinz. Prinz Giuseppe. Oh mein Gott, vielleicht hat er auch ein weißes Pferd. Das wäre natürlich toll. Da kann man mal sehen, was Big Brother einen so bringt, oder? Das Big Brother Dorf sorgte für viele glückliche Momente. Und spannende. Und heiße. Doch auch die sechste Staffel konnte nur einen Sieger haben. Der Sieger, der Gewinner von 250.000 Euro ist Michael! Wer bist du wirklich? Das war die Frage, der sich die Bewohner in der siebten Staffel stellen mussten. Am 5. Februar 2007 bezogen 12 Bewohner ein super spaciges Haus. Doch wer nicht nach den Regeln des großen Bruders spielte, für den hieß es ab in den Käfig. Alles nach dem Motto hart, härter, Big Brother. Ob Haus Casanova oder sexy Häschen, da mussten alle durch. Schau in den Spiegel! Und dann kam die siebte Staffel und auf einmal stand der Papa als Moderator da und hat die gleiche Jacke an wie heute. Ich bin halt ein bodenständiger Typ. Big Brother 7 war überhaupt nicht bodenständig. So viel Action und Luxus gab es noch nie. Die Bewohner ließen es sich so richtig gut gehen und manch einer wurde zu einem völlig neuen Menschen. Und Jürgen ist zum Moderator aufgestiegen bei Big Brother und das ist eine tolle Entwicklung, weil er hat ja wirklich Ahnung, er war dabei und der versteht sozusagen sein Handwerk. Ich bin der Superknubbel! Ja, wenn ihr mal was total Beklopptes erleben wollt, bewerbt euch bei Big Brother. Und auch sie waren alle dabei, jedenfalls in Staffel 7. Und was für eine verrückte Truppe das war. Wo warst du denn? Ich saß schon in der Wanne. Das war, du musst da rausspringen. Und wer nicht nach den Regeln spielte, musste in den Käfig. Drakonische Strafen gab es auch bei Big Brother in Slowenien. Und das war seine Bestrafung. Der dürfte mit so einem Riesenpenis Ewigkeiten rumlaufen. Ich weiß nicht, ob es für ihn eine Bestrafung war, aber man sieht, er hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Unklar blieb, wer denn nun wirklich mit diesem Ding bestraft werden sollte. Er oder die anderen Bewohner. Schnell wieder zurück nach Deutschland. Wir fangen mit den einfachen Sachen an. Also ich würde sagen. Mit allen möglichen Aufgaben wurden die Bewohner in Deutschland aus dem Gleichgewicht gebracht. Oh. Nächste Herausforderung, blind sein auf Zeit. Für den ahnungslosen Teilzeitblinden Kalle kam es knallhart. Denn sein Groll auf Mitbewohner Eddie wurde gnadenlos ausgespielt. Was? Du weißt schon, dass du Eddies T-Shirt anhast. Wie Eddies? Das Grüne ist doch von Eddie, oder? Grün? Es folgte eine ganz besondere Reise nach Jerusalem in aktueller Bademode. Basti saß im Mehl, in den Quark. Jetzt wäre, glaube ich, angebracht ins Mehl rein, oder? Noch läuft die Musik. Ich weiß jetzt nicht, was ekelhafter ist. Die Badeanzüge der Herren oder die Gülle und der Kuhmist, wo die sich reinsetzen müssen. Bei Eddie sieht es ja noch einigermaßen aus. Bei Knubbel nicht ganz so vorteilhaft. Aber Knubbel beißt sich durch hier. Findet immer wieder ein Schlauchboot, findet immer wieder eine Mitfahrzentrale. Ja, das hat Eddie sich auch nur gedacht.
Staffel 7 war für seine hinterlistigen Challenges berüchtigt. Leon glaubt, in einem Pool voller kleiner Seeungeheuer zu planschen. Naja, auf jeden Fall wird das Wasser von ganz alleine warm. Da braucht man gar nichts machen. Schlechte Sicht auch beim nächsten Match. Wenn du all deinen Mut zusammennimmst und ins Ungewisse springst, erspielst du 8.000 Euro. Das hätte ich niemals gemacht. Da hätte ich nicht den Mut zu gehabt. Irgendwo hinzuspringen und nicht sehen, wohin, das war Wahnsinn. Das hätte ich niemals getan. Und er tut's. Er springt. Es ging Schlag auf Schlag. Beim Feuerkatapult-Match wurden die liebsten Gegenstände der Bewohner ein Opfer der Flammen. Michael ging das besonders nah. Dass wir da so viele Sachen verloren haben. Aber gut, das ist das Spiel. Gebe ich natürlich ein bisschen hart ab, weil mein Knuddelbär ist schon sehr alt. Hat echt von, ich weiß nicht, 5 bis 10 Jahren war ich alt, wo ich den gekriegt habe. Und ist natürlich eine lange Zeit. Trifft mich ein bisschen, aber gut, ist das Spiel. Und den kriege ich nicht wieder, weil der ist weg. Ich kann diese Jahre eben nicht wiederholen. Aber ja, die anderen haben eben auch Sachen verloren. Daran erkennt man mal richtige Männer, die nicht nur hart sind, sondern auch ein Herz haben. Wir haben es doch gar nicht verbrannt. So gemein ist Big Brother nur auch wieder nicht. Ihr Schweine. Er lebt. Oh, ihr seid Schweine, echt. Aber ich habe ihn dir doch wiedergebracht. Darüber freust du dich so sehr und man sieht, es ist wirklich sehr ergreifend. Ja! Eddie war auch ein ganzer Kerl, selbst ohne Kuscheltier und ohne Klamotten. Was hatte der Gute denn vor? Ach so, eincremen. Fantastic Lover. Shaggy. Mr. Lover, Lover. Ich bin nicht hier drin, um irgendwelche Spiele zu spielen. Mich als Casanova dahinzustellen oder sonst irgendetwas. Und so sah es aus, wenn Eddie nicht den Casanova spielte. Warum sollte er auch, wenn ihm die Bewohnerinnen eh zu Füßen liegen? So ganz ohne Absicht flirtete er heftig mit gleich zwei Frauen. Ich glaube eher, dass es für Eddie so ein bisschen, ein Ziel ist, jede Frau hier mal eingewickelt zu haben und im Arm gehabt zu haben. Ich spiele nicht mit den Frauen im Haus, das ist auch gar nicht meine Absicht. Dumm nur, dass Big Brother es den beiden Damen zusammen zeigte. Nein, wenn mich jemand fragen würde, ob ich mich in dich verlieben könnte, würde ich sagen, ja natürlich, warum sollte ich mich nicht in sie verlieben? Echt? Können? Ich sage nein. Oh, bitte. Ey, wir sind so bescheid. Ich krieg die Krise, was labert er über uns? Oh, oh. Ich kann mir das nicht anziehen. Oh mein Gott. Ey, zum Glück habe ich die nicht geküsst. Ich kann da nicht hingucken. Oh Gott. Aber Eddie hatte nicht nur ein Frauenproblem. Sein Privatkrieg mit Mitbewohner Kalle eskalierte. Du hast von den anderen auch verlangt, dass die cool reagieren. Pass mal auf, Psycho. Psycho-Clown. Du lässt mich jetzt hier sitzen und hältst deine Maul. Wieso? Sag doch mal was. Achso, packen. Du wolltest mich jetzt hart anpacken? Das war ein hart anpacken, glaube ich. Ach, Kalle. Ja. Also fängst du auch schon die Leute hier festzuhalten. Nicht nur, dass du dich bei fremden Leuten ins Bett, jetzt musst du die Leute auch noch festhalten. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt noch mit dir unterhalte. Alter, ich höre auch, wenn du heult. Komm. Und jetzt zeig, wie du eine Lusche bist. Und heul auch mal. Die größte, fieseste Sau ist, die überhaupt drin im Haus war. Ich bin genervt von den Leuten hier drin. Sehr sogar. Die wahrscheinlich von mir auch. Eddie, verabschiede dich jetzt von den anderen Bewohnern. Schluss mit Nerverei. Bei Big Brother wird ja regelmäßig rausgewählt. Und deshalb durfte Eddie diese heißen Bilder leider nicht mehr live erleben. Was die dann alles da hatten. Swimmingpool, der war noch geheizt. Da haben wir früher von geträumt. Sie hatten zum Beispiel auch einen persönlichen Po-Rasierer. So machte sich Michael alias Kalle schick für den Einzug ins Finale.
Der sympathische Maurer zeigte viel Gefühl und wurde dadurch für die Zuschauer zum Helden. Gewonnen hat Michael. Michael war der Gewinner der nervenzerreißenden Staffel 7. Zur Belohnung gab es 250.000 Euro und ein gigantisches Feuerwerk. Jetzt kommen wir zur märchenhaften Staffel 8, die am 7. Januar 2008 startete. Traumprinzen trafen ihre Prinzessinnen. Immer wieder getrennt wurden sie nur durch die Mauer zwischen Arm und Reich. Das Big Brother Haus wurde zur Horrorkammer. 100 Spinnen und ein Außerirdischer bevölkerten zeitweilig die TV-WG. Lassen Sie sich entführen. Bei Big Brother 8 reihte sich ein Extrem ans nächste. Ein Teil der Bewohner wohnte im puren Luxus mit allem Zip und Zap. Bei Big Brother 8 war das wirklich richtig krass mit dem Unterschied von Arm und Reich. Das war einfach unglaublich widerlich, da wo Arm leider leben musste. Da hat die Gülcan mal ausnahmsweise nicht übertrieben. Du brauchst. Boah, nein. Ach, du Scheiße. Willkommen bei der Bundeswehr. Ja. Fahren musste ich darin feststellen, konnte ich schon mal überhaupt nicht. Big Brother ist allerdings nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern für manchen Bewohner auch eine geistige. Wie heißt der Freund von Heidi? Sie. Quatsch. Okay, dann versuchen wir es doch besser wieder mit körperlichen Herausforderungen. Was haben wir gefroren? Wir haben nachher gar nichts mehr gespürt. Leckere Zwischenmahlzeiten gab es auch. Für die nächsten Challenges musste der Akku ja wieder aufgeladen werden. Oh. Oh. Da esse ich lieber ein paar Kakerlaken. Und nach dem Essen ging's wieder weiter mit ein bisschen Extremsport. Und extremem Denksport. Kann man die chinesische Mauer vom Mond aus mit bloßem Auge erkennen? Ja oder nein? Oh nee, gut, das war so peinlich, ey. Da hab ich ja den Affen verloren. Marcel, du hast gesagt, ja, man kann sie sehen. Dr. Simon sagt, nein, man kann sie nicht sehen. Und die richtige Antwort ist, man kann sie nicht sehen. Wir kommen jetzt zum großen Big Brother Bluff. Wir erzählen unseren Bewohnern, dass es eine österreichisch-schweizer Version von Big Brother gibt mit einem Haus in Zürich. Und gegen dieses fiktive Big Brother Haus mussten die Bewohner von Staffel 8 knifflige Matches ausfechten. Erstaunlicherweise wussten die Schweizer und Österreicher auf alles eine Antwort. Wie geil ist das denn? Und die denken sich, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und auch bei den kreativen Aufgaben zeigten unsere südlichen Nachbarn einfach mehr Kreativität und handwerkliches Geschick. Unsere deutsche Truppe kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Guck mal, ein Schuh. Erst als Alex im Studio war, wurde dieser mit der ganzen schrecklichen Wahrheit konfrontiert. Oh nein. Ah nee. Jetzt. Ach du Scheiße. Nee. Ja. Wie geil ist das denn? Es ist doch unglaublich. Hi, hi. Ah, das war auch so ekelhaft. Da haben sie, glaube ich, 100 Vogelspinnen oder Spinnen freilaufen lassen im Haus und die mussten die wieder einsammeln. Und ich glaube wirklich, das ist Panik pur. Eigentlich sorgten nur 99 Spinnen für Kreischalarm. 100 zu fangen war daher natürlich schwer möglich. Aber für die Zuschauer war es ein Riesenspaß. Aber auch in Staffel 8 gab es Freund und Feind. Und bei Big Brother ist es leider extrem schwer, sich aus dem Weg zu gehen. Dann stell dich doch der Herausforderung. Was denn verdammt nochmal für eine Herausforderung?
Du? Wenn mich noch einmal so anschreist, Fräulein, ja? Was denn? Was denn? Aus, ey. Hallo. Warum? Hä? Ich kann nicht anschreien, so viel ich will. Nee, kannst du nicht. Und du brauchst mir nicht zu nahe zu kommen. Hassan und Nadel kamen sich in Staffel 8 ganz bewusst näher. Ich wollte damit nur zeigen, dass du mir sehr wichtig geworden bist. Und dass ich dich liebe. Die Zuschauer, die wollen sowas ja sehen, wie jemand die Emotionen rauslässt. Finde ich gut. Aber einer muss ja immer gehen und diesmal traf es Nadel. Der Versuch, Hassan ebenfalls zum Auszug zu überreden, war vergeblich. Trotzdem siegte die Liebe. Halt deine verdammte Fresse! Serafino war ein besonders schwieriger Liebesfall. Glaubst du nicht, Alter? Ich bin frech, ich weiß. Ja. Ja, aber so bin ich. Dieses Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich liebe dich. Ich dich doch auch. Zwischen Steffi und Serafino schwappten die Emotionen über. Und als Serafino einen Brief von seiner Mutter bekam, schwappten auch seine Tränen über. Lass deiner süßen Steffi die Chance, sie richtig kennenzulernen. Ich habe warm, es ist schwierig. Kopf hoch, ihr schafft es. Papa, ich liebe dich auch, ich liebe euch alle, Papa. Ich liebe euch über alles. Ich liebe euch über alles. Ein Tattoo ist wie ein wilder Motorradbike. Ich liebe dich. Mann, gebt ihr eure Cojones alle an der Eingangstür ab oder was? Armer Serafino, Cojones weg und trotz Gesangseinlage am Ende auch Steffi. 1000 Jahre wird unsere Liebe überstehen. Absolute Höhepunkte sind immer wieder Besuche im Big Brother Haus. Ach du Scheiße! Oma! Hallo! Ey, das ist meine Oma! Ist ja geil. Oh. Und dann kam der Muttertag. Ja, viele werden sich vielleicht denken, im Big Brother Haus, das sind ja alles Memmen, die heulen alle nur, die ganzen Männer oder Frauen. Aber es ist wirklich nicht so einfach da drin. Ich danke, dass du meine Mama bist und dass du immer für mich da bist. Da bin ich ganz emotional. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Und darum bin ich auch gekommen. Auch in der slowenischen Big Brother-Ausgabe sorgte Besuch von Mutti für spontane Begeisterungsstürme. Ich glaube, da ist man fertig, wenn man plötzlich nach 3 Monaten Familienangehörige trifft. Und wie das in Slowenien so ist, selbst wenn die Verwandtschaft noch so überraschend auftaucht, es wird immer groß aufgetischt, gefeiert und gesungen, soweit das Akkordeon spielt. Kurzen Pause sind wir wieder da und das sehen Sie gleich. Akuter Eiweißmangel bei Anina. Einfach mal was in den Mund nehmen, glaube ich, echt. Und nicht jeder Besuch ist gern gesehen. So, wer ist die wahre Nadel? So wie du dich fühlst. Herzlich willkommen zurück bei Deutschland, dein Big Brother, dem Besten aus 10 Jahren Fernsehgeschichte. Nein, wir sind nicht bei Raumschiff Enterprise. Wir befinden uns im Big Brother Kosmos und zwar bei Staffel 8. Hilfe! Hilfe! Das ist so witzig. Das finde ich ja richtig cool. Ach, das finde ich ja super. Das muss man wieder machen. Oder vielleicht sogar mit echten Außerirdischen. Achtung, erforderlich! Hilfe! Was ist das? Guck mal! Hilfe! Ah, was ist denn das? Genaue Ortung. Erforderlich. Start! Automatisches Informationsprogramm. Mein Name ist Erbi Trog. Ich komme vom Planeten Alu. Erst glaubten alle an einen fantastischen Traum. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo,
Ti amo. Okay, dann komm ich jetzt zu dir und dann machen wir. War das so richtig? Aber über Gesang und zaghafte Berührungen kamen sich Bewohner und der Außerirdische namens Verbitrog dann doch näher. Zum Abschied gab es sogar noch ein selbstgebasteltes Geschenk des Hauses. Jetzt hatte er ausreichend Alufolie, um sein Raumschiff ordentlich abzudichten. Und während der außerirdische Besuch zum nächsten Planeten zog, kündigte sich im Big Brother Haus eine ganz wichtige Entscheidung an. Gewonnen hat Easy. Easy ist die 8. Big Brother Gewinnerin in Deutschland. Und an diesem Abend wurde sie um 250.000 Euro reicher. Hier ist die Siegerin von Big Brother 8. Hier ist Easy. Das war ein sau geiles Gefühl, so viele Menschen zu sehen. Du warst ein halbes Jahr lang komplett isoliert. Du wusstest überhaupt nicht, was dich draußen erwartet. Und dann alles voller Leute und dann macht es nur noch Krabum, Peng. Feuerwerk. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen im Hintergrund. Wer in den Big Brother Himmel kommen will, der muss auch durch die Big Brother Hölle gehen. Am 8. Dezember 2008 startete die 9. Staffel. Während die einen trotz Wollpulli in der Freilufthölle froren, kuschelten die anderen leicht bekleidet im Paradies. Es gab nicht nur verbotene Sexspielchen im Liebeshimmel, es gab auch Besuch von Promi-Engeln wie Nadel, L'Oreal oder Ross Anthony. Und was niemandem vorher gelang, Mario Barth schaffte es. Er stürmte die Festung von Big Brother. Cool, 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 cool. Natürlich gucken wir uns das ganz genau an. Das 9. Big Brother Haus war ein echter Hingucker. Himmel sowie auch Hölle. Oh Gott. Krass war der richtige Ausdruck für das neue Zuhause. Beim Einzug war die Freude grenzenlos. Fast, denn Kathy hatte schon eine Vorahnung. Jetzt ist Himmel und Hölle extrem. Himmel bedeutete für Kathy putzen. Aber was ist dann Hölle? Die heftigsten Männer, die haben keinen Respekt. Wenn ich jetzt gerade eine komplette Grundreinigung mache, ja, das heißt von oben nach unten die ganzen Spitzen, dann bin ich in meinem Element. Und dann kommen da Männer rein, packen da ihr Ding aus und dann mache ich, denke ich, ich hab das schon gesehen. Also ist nicht so schlimm wie jetzt hier beim Duschen oder so. Aber das ist schon ein bisschen so Respektlosigkeit. Und vor Kathys Putzwahn sollte man besser Respekt haben. Oh Gott, sie weint. Wieso weint sie denn? Ach, Schwesterherz, wieso weinst du denn? So, und die meint das nicht böse. Die will halt gucken, dass alles aufgeräumt ist. Ja, ich mach auch sauber. Ja, natürlich machst du das. Machst du super. Ja. Aber das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Hm? Katie, was ist los? Ich mach die Spülmaschine. Ich weiß, wo die Schubladen sind. Hat der doch keinen Kopf, Baby. Oh. Ich lasse mir meine Arbeit nicht wegnehmen. Alles okay bei euch? Oder störe ich gerade? Was denn? Ich bin gestresst, weil du geputzt hast. Wir haben immer davon geredet, so irgendwann wird man so sensibel oder keine Ahnung. Ja. Und dann werde ich sensibel, weil ein neues Mitglied unseres Teams die Spülmaschine ausräumt. Aber da siehst du halt echt wieder, wie kleine Probleme, wie dass jemand einen Geschirrspüler ausräumt, der echt zu einem riesen Drama werden kann in dem Haus. Ach komm, Kathy, so schlimm war es doch auch nicht. Schließlich ist Putzen doch nicht alles. Bei Big Brother 9 gab es auch noch andere Bewährungsproben. Kreischen zum Beispiel. Das konnte Kathy auch ganz gut. Besser als alle anderen sogar. Und noch mehr Neuigkeiten. Das komplette Haus wurde während der Staffel von vorne bis hinten umgebaut. Big Brother Reloaded war eingeläutet. Nicht die erste Umbaumaßnahme in der Geschichte von Big Brother. In Israel wurde den strenggläubigen Bewohnern sogar eigens eine Synagoge eingerichtet. Auch die natürlich streng überwacht. Musik.
Ganz andere Gründe hatte der Umbau des albanischen Big Brother Hauses. Da ist ein Munitionsdepot in die Luft geflogen. Wie krass ist das denn? Ich habe immer auch, deswegen auch in Deutschland, ich habe gesagt, nie Big Brother Haus neben einem Munitionsdepot. Das ist eigentlich die erste Regel, wenn man Big Brother produziert. Dann wurden sie ausquartiert in ein Hotel. Und es hat dann gedauert, bis alles wieder ganz war. Wie krass. Nach einigen Tagen durften die albanischen Big Brother Bewohner wieder in ihr Haus ziehen. Und so reagierten die deutschen Bewohner von Staffel 9 auf ihr rund erneuertes Zuhause. Das ist der Hammer. Oh! Was ist das? Nee. Dann hat die Hölle mit dem Handel nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Damit nicht genug. Die Big Brother Allstars Marcel, Sascha und Knubbel zogen noch einmal ein. Und zum ersten Mal kam mit Sonja ein blinder Bewohner ins Haus. So, darf ich mir vorstellen, das ist die Sonja. Das ist natürlich auch interessant, dass eine Blinde, ja gut, kannst du auch alles hören, ne? Und wie es schon Tradition war, die Matches und Challenges wurden mit jeder Big Brother-Runde härter. Also man war wirklich total unter Adrenalin. Unabhängig davon, dass die Challenge an sich vielleicht es schon in sich hatte, aber einfach so das Gefühl, fliege ich jetzt raus, muss ich in die Hölle, bin ich nominiert? Das sind alles so Faktoren gewesen, also da war montags, hattest du doch immer Durchfall, oder? Nee, da verwechselst du mich leider mit Daniel, mit dem Gewinner. Also, das verbiete ich mir. Auch das Hirn war wieder extrem gefordert. Ein Zölibat steht an der Grenze und kontrolliert die Personalausweise. Das ist ein sehr intelligenter Mann. Der aber irgendwas Kurioses macht, habe ich jetzt so. Habe ich nie gehört, das Wort. Mittels einer Erdbebenwand, einer nie zuvor dagewesenen Herausforderung, wurde über Stunden der erste Finalist ausgesiebt. Und das bereits 6 Wochen vor der Entscheidung. Nach einem beinahe unmenschlichen Kampf musste Orhan aufgeben. Benny zog als erster ins Finale von Big Brother 9. Oh Gott! Jeder wurde gefordert. Geraldine musste draußen schlafen. Claudine musste essen, was auf den Teller kam. Andi Kartoffeln schälen. Patricia den Pool schrubben. Und Daniel 48 Stunden lang wach bleiben. Und als alle dachten, schlimmer kann's nicht kommen, kam es eben doch schlimmer. Wir hatten Albträume wegen diesem Mann. Der Knubbel hat sogar mit seinen Matchklamotten geschlafen, weil er Angst hatte, dass der früh kommt. 3 Minuten, dann ist die Scheiße aufgeräumt! Los! Der hat uns richtig kaputt gemacht. Und ist die Stimmung am Boden, ist der Streitfaktor auf dem Höhepunkt. Geh ich doch, wenn ich Hunger hab und auf mein Essen warte? Tu ich doch nicht erst den Topf sauber machen und dann was essen? Es geht darum, dass du sagst, du hast den Abwasch gemacht, weißt du? Wenn aber du Abwasch machst, dann machst du doch alles, oder? Kapierst du das nicht? Aber nicht die Töpfe, habe ich zu dir gesagt. Habe ich nie gesagt, dass ja, ich die okay, Töpfe gemacht habe. Aber ich dachte, wenn man Abwasch macht, dann macht man alles. Patricia, liebe Claudi! Hallo? Die Blanco. Stehst du da dran nicht, wenn ich sage, ich gehe da zu den Leuten hin und ich werde abgewiesen, meiner Meinung nach? Du wirst nicht abgewiesen, du weist dich selber ab! Oh, bitte? Ich habe Angst vor dieser Frau. Kopf hoch, es gab doch auch was zu feiern. 1500 Mal Big Brother. Heute feiern wir ganz großes Jubiläum und zwar haben wir die 1500. Sendung Big Brother. Deswegen senden wir nicht nur live aus diesem Studio gleich, sondern auch live aus dem Phantasialand. Nach dem reinen Vergnügen sieht das aber nicht aus. Es wird spannend, denn wer hier verliert, ist automatisch in der Hölle und nominiert. Oh, das möchte ich auch mal. Ganz allein einen Tag im Phantasialand. Yeah. Ich war im Phantasialand, wurde da irgendwie 80 Meter, glaube ich, hochgejagt und hab mir auf Deutsch gesagt fast in die Hosen geschissen und Höhe ist für mich gar nichts. Leck mich am Arsch. Nach dem Ausflug flog einer über den Zaun, Mario Barth. 50% von der Beute, ja. Paar Hühnchen mitgebracht. Isst du Hühnchen? Dankeschön. Ja, ich möchte aber die Kamera gerne dem Benni geben. Benni! Mario! Ey, ihr trinkt ja auch was, ne? Ihr trinkt kein Korn. Ja!
Es sollte nicht der letzte Überraschungsbesuch in Staffel 9 sein. Auch Ross Anthony sorgte für leckere Abwechslung und Chaos. L'Oreal! Was ist das? Übers Knie, hier. Einmal drüberlegen. Ja! Oh, oh. Und das geht. Zack, zack, zack. Ja, mal sehen. Also nicht so ungezogen hier. Hallöchen! Nadja, guckt so erschrocken. Wie geht's euch? Und Gülcan schmiss eine Party. Ich mach besser, ich hab ein paar Leckereien mitgebracht, um was zu trinken. Nur Nadel hatte was zu meckern. Und Nadel durfte nicht mehr Nadel heißen. Weiß nicht, ob du es weißt, aber der Name ist seit 8 Jahren also von mir geschützt worden, weil seit meinem 12. Lebensjahr heiße ich eben halt Nadel. Ich habe das natürlich jetzt auch jetzt im Studio gesehen, was du jetzt eben halt im letzten Jahr gemacht hast. Und fand ich nicht so wirklich witzig, weil also mein Name ist geschützt zu 90%. Und du hast da eben halt auch ein bisschen rumgeschnackselt und. Ja, also ich biete dir was. Also entweder nimmst du den Namen zurück, wenn du ihn nicht zurücknimmst, dann muss ich rechtliche Schritte, weil ich wurde jetzt von mehreren Menschen angesprochen und ich meine, es ist eben halt mein Name und ja. So, wer ist die wahre Nadel? Das geht ja nicht. Na, die oder die Nadel? Und ich fand das nicht so wirklich witzig und ich bin auch langsam nicht gut drauf. Sag es einfach. Also ab jetzt bin ich Nadine für euch. Okay. Genau. Sie wird jetzt in Zukunft Nadine heißen und nicht mehr Nadel. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg und zieht es durch. Und trotzdem, ich meine, was soll ich machen? Ne? Also ich meine, du bist jetzt unter dem Namen Nadine und nicht mehr unter dem Namen Nadel. Frau Abdel Farag, ich danke Ihnen hiermit im Namen der gesamten Nation für diesen Fernsehmoment. Also ich kann wirklich heulen. Das war so schön und so witzig. Es war echt das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Und auch bei Staffel 9 wurde kräftig gefeiert. Ich glaube, wir haben mal die Gelegenheit, draußen mal zusammen feiern zu gehen, wenn es deinen Terminplan zulässt. Stimmt. In Aninas Terminplan hatte Sascha sogar schon vorher Platz. Du bist halt scharf und ich bin halt scharf. Das war unser erster Kurs. Ja gut, aber da sieht man ja ganz klar von wem. Siehst du gar nicht, du siehst nichts. Boah, guck mal, wie sich das Pferd schafft. So generell, so, ich bin schon gerne in seiner Nähe, doch, auf jeden Fall. Da reicht nur ein kleiner Blick von ihr oder ein kleiner Griff oder eine leichte Zuneigung. Und da denke ich mir schon, holla die Waldfee. Waldfee Anina hatte besondere Bedürfnisse und war auch nicht auf den Mund gefallen. Ich brauche eigentlich gar keinen Sex, aber ich muss einfach mal was in den Mund nehmen, glaube ich. Echt. Auf jeden Fall beweisen es ja die Bilder. Ja, gut, ich habe meinen Mann gestanden, aber du hast mich verführt und missbraucht. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon mal gesagt habe, aber ich glaube, ich war definitiv in der falschen Staffel. Weil in der zweiten Staffel war ja nichts. Und warum war ich nicht in so einer Staffel? Warum war ich denn nicht in so einer dicktätigen Staffel? Scheiße! Irgendwie bin ich zurzeit bei dem Gedanken angelangt, dass das Ding irgendwie keine Zukunft hat. Findest du, das passt? Ja. Du bist der Meinung, das passt? Ja. Und wir hätten eine super Zukunft draußen. Du willst es nicht mehr und damit akzeptiere ich das. Muss ich doch. Beziehung gerettet. Vorhang auf für das nächste sündige Paar. Oder besser, Rock hoch? Ab einem Bier war Orgie angesagt. Sodom und Gomorra. Orhan und Alex zufrieden in Sodom. Und der Rest feierte in Gomorra weiter. Hier eine kleine Zusammenfassung vom fröhlichen Beisammensein à la Big Brother. Die ausgelassensten Partybilder junger, verrückter Menschen täuschen nicht darüber hinweg, dass es auch bei Big Brother 9 am Ende nur um das eine ging, den Sieg.
Die Grafik mit der Entscheidung. Daniel und Marcel hießen die Finalisten. Für Marcel war es bereits das zweite Mal. Der Gewinner von Big Brother ist Daniel! So einen Mann wünsche ich mir an meiner Seite. Ist er noch zu haben, Daniel? Könnt ihr mir vielleicht die Nummer von ihm besorgen? Nein, liebe L'Oreal, so viel wir wissen, ist Daniel bereits vergeben und genießt nach dem aufreibenden Leben im 9. Big Brother Haus in aller Ruhe seine 250.000 Euro. An uns ist es jetzt Danke zu sagen, vor allen Dingen unserem Team, das beste Team der Welt. Und es gibt einer alten Tradition folgend jetzt einen letzten Job, den wir tun müssen. Und 3, 2, 1. Licht aus! Licht aus im Big Brother Haus 9. Aber nur kurz, denn die einzigartige Erfolgsgeschichte von Big Brother geht weiter. Liebe Zuschauer, das war Deutschland, dein Big Brother. 10 Jahre Fernsehgeschichte. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Big Brother macht ganz normale Menschen zu Millionengewinnern, schafft Traumpaare, vereint Erzfeinde und schenkt Freunde fürs Leben. Wenn Sie schon Big Brother Fan sind, dann haben Sie nächste Woche sowieso nichts vor. Und wenn Sie heute einer geworden sind, dann sehen wir uns am nächsten Montag, den 11. Januar, beim Start der 10. Staffel um 21.15 Uhr hier bei RTL 2. Und eins kann ich Ihnen jetzt schon verraten: Jeder hat ein Geheimnis. Spaß. 9 Staffeln Big Brother und es ist Zeit für die Jubiläumsstaffel. Denn auch du bist Big Brother.